Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an. Bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden. Allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe. Derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer. Als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit Tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern. Uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt. Und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte, glauben wir, hoffen wir. Und bald, bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation, derer, die vor uns kamen. Einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt. Und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen Altairs und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel und wir stehen ihm zur Seite. Bereit, ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles und er führte uns zum Ende. Wir sind da. Gehen wir. Und damit würde ich sagen, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Projekt. Es ist Assassin's Creed 3. Die Grafik sieht gerade irgendwie nicht so schön aus. Ich werde da mal kurz schauen, ob ich das eventuell besser kriege. Aber eigentlich habe ich alles schon ganz hochgestellt. So viel dazu, ich kann gerade kein Menü öffnen. Ich werde auch mal schauen, ob ich in 30 oder FPS... in 30 oder FPS, nein, in 30 oder 60 FPS aufnehme. Ich werde jetzt erstmal in 30 FPS aufnehmen und dann mal schauen,
wie es in 60 FPS ist. Ja. Also das hier ist eben Assassin's Creed 3. Wir haben heute den 22. November 2012. Heute ist es für den PC erschienen. Ja, ich spiele es auf dem PC. Noch werdet ihr Maus und Tastatur hören, aber ich bin nach wie vor dabei, das zu regeln. Hallo. Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen könnte. So, wir können uns wieder bewegen. Hier ist es ganz schön dunkel, wahrscheinlich. Oh, toll. Wahrscheinlich auch ein bisschen zu dunkel für YouTube, aber jetzt hier geht's eigentlich wieder. Okay, wir sind hier in irgendeiner Höhle. Was genau es damit auf sich hat, hat man jetzt nicht wirklich erfahren. Das ist Rebecca, die man auch schon aus älteren Teilen kennt. Das ist Sean, den kennt man auch schon. Die andere ist ja leider tot. Aber wer das da ist, weiß ich nicht. Falls man das in Revelations erfahren hat, ich habe Revelations nicht zu Ende gespielt, nur ungefähr bis zur Hälfte. Ich glaube, wir sind da. Ja, ich glaube auch. Okay. Ich habe meine Leuchtkerze verloren. Da, Leuchtfackel meine ich. Nimm sie wieder auf. Nimm sie wieder auf. Nimm sie wieder. Ja, roll halt weg. Huch, das ist aber dunkler Boden. Was ist damit auf sich? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal nicht rüber. Es gefällt mir nicht. Storytechnisch werde ich, denke mal, jetzt nicht so sehr viel erzählen. Ihr könnt mein Assassin's Creed 2 LP sehen oder zumindest die Anfänge und das Ende davon. Oh, ich kann jetzt schon rennen. Und ja. Brotherhood und Revelations waren nicht so. Also waren schon wichtig. Also weniger. Revelations eher weniger. Brotherhood schon mehr. Naja. Cesare. Ezio holt sich den Edenapfel. Desmond holt sich den Edenapfel und tötet die dritte von den drei Personen da. Desmond? Kannst du uns hören? Ja. Was ist passiert? Der Tempel hat einen Sicker-Effekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt, statt, keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin? Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen. Solange wir nicht wussten, was er wollte. Ja, alles klar. Sohn, ich... Nein, schon gut, verstanden. Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist.
Schätze, deshalb hat sie den Sicker-Effekt ausgelöst. Sie? You not dead. Sie spricht zu mir. Okay, das sein Vater ist der Letzte, also. Konstantinopel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen, sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Okay, also was soll ich tun? Ganz einfach, geh zu der Markierung da drüben. Nö. Okay, gut, gehen wir mal. Oh, das sieht aber schön hier aus. Okay, mal wieder diese... Er kann zwar Hindernisse überwinden, aber es scheint mir ein bisschen rumzubacken. Warte, ich mach das nochmal. Ja, das schien nicht ganz sauber, aber okay. Das schien schon sauber. Aber schön, dass das okay, was kann. Ja. Jetzt kletter mal auf diese Objekte. Mach ich. Okay. Ich kletter weiter. Ah ja, den Sprung kann er auch. Der sieht sogar jetzt ein bisschen stylischer aus. Das Ende, der Anfang ist jetzt bisher ein bisschen unspektakulär, aber das waren die Anfänge bei Assassin's Creed eigentlich meistens. Die waren eigentlich immer total unspektakulär, wenn man als Desmond angefangen hat. Aber naja. Lauf einfach durch diesen kleinen Hindernisparcours. Oh, ich mag Hindernisparcours. Was heißt ich mag? Ich liebe sie. Okay, wie ich sehe, gibt's hier jetzt. Also, man hat's ja schon am Anfang mal gesehen. Das sind optionale Missionsziele, die deine Synchronität erhöhen. Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte die beiden Templer aus. Sehr schön. Das wäre es mit der Bonusherausforderung gewesen. Kann ich den jetzt auch aufheben? Wieso geht das nicht? Ich will das aber machen. Ja, du musst da schon noch eins weiter springen. Da hinten ist ein Haus und ich mach noch ein... Hier musst du nur über den Abgrund springen. Okay, dann spring ich mal nur über den Abgrund. Ich bin über den Abgrund gesprungen. Lol, wir... Nein, du sollst... Oh. Desmond. Du sollst hier rauf. Ah, sehr schön, dass du das auch kannst. Dann gehen wir jetzt drüber. Oh, hallo Stuhl, hallo Knarzelstuhl. Und jetzt... Schafft er das? Ja, das schafft er. Oh. Oh, er hat's schon wieder getan. Okay, das... ich glaube, das wird mich in diesem Spiel noch oft frustrieren. Also, dieses, dass er lieber über Zäune springt, als rauf zu klettern. Was ich aus den anderen Assassin's Creed so nicht gewohnt war. So, dann kommst du hier jetzt mal ganz vorsichtig hoch. Ja. Ach du Scheiße, das wird mich noch oft umbringen, da bin ich mir ganz sicher. Oh, oh, oh. Okay, jetzt rutsche ich auf der anderen Seite des Dachs wieder runter und springe. Hui! Oh, Schornstein. Schornstein. Das sieht ja richtig schön aus hier. Lauf, auflauf. Oh Gott, wer bin ich? Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Moment. Jetzt schaue ich erstmal kurz im Menü hier. Hauptmission Sequenz 1, bla, ja, ist okay. Wiederholen. Nein. Ich möchte doch nur. Komm ich gar nicht ins normale Menü? Doch hier. Lassen, fortsetzen, nach den Animus-Datenbank, DNA, Option. Dann cutte ich das kurz raus. So, probieren wir es jetzt nochmal. Naja, viel, na doch, ein bisschen schöner sieht schon aus, irgendwie. Ihr könnt das jetzt besser beurteilen, weil bei euch wird, naja gut, obwohl. Naja, doch, ein bisschen besser sieht schon aus, aber wer bin ich? Sir. Wer ist das? Sir. Alles in Ordnung, Sir. Und ja. Wer ist das? So. Ich war nur in Gedanken. Nur das. Und vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Dann werde ich gleich vorfahren. Dieses Assassin's Creed hier, also Assassin's Creed 3, spielt übrigens
Amerika, ja. Zu Zeiten des, was, scheiße, was waren das jetzt? Bürgerkrieg und Boston Tea Party, also ein Scheiß. Was waren dafür nochmal hier? Einladung. Theater Royal. Euren Mantel bitte, Sir. Achso, ich kann wieder laufen. Oh, ich habe eine neue E-Mail erhalten. Karte. Die Karte ist. Okay, das Menü verwirrt mich noch ganz, ganz leicht. Nee, du sollst einfach. Ja. Es verwirrt mich noch ganz leicht, aber das. Ich werde mich da schon reinfinden. Es ist anders. Benachrichtigungssetter. Hier. Systemnachricht. Ich habe eine E-Mail erhalten. Ja, dann möchte ich die E-Mail gern lesen. Oder kann ich das nur als Desmond außerhalb? Neue Einträge. Hier haben wir Theater Royal. Oh. Das ist das hier. Kann dann. Ja, ich werde es jetzt nicht mal durchblättern. Bla bla. Hier ist Sean. Geboren. Ja, ja, netter Versuch. Aha. Hier ist Ezio. Unser einer Vorfahre. Jetzt zeige ich hier schon Ezio. Ezio mit Ez. Ne, Ezio natürlich. Und Alter, ihr Ebenlad. Autoperson, ja, das ist klar. Animus-Datenbank. Was hatten wir gerade? DNA-Anzeige. Können man auch aus den alten Teilen. Animus-Trainingscenter. Ich würde sagen, fickt euch doch, dass es sowas wieder gibt. Ihr könnt mich mal im Arsch lecken. Ladies and Gentlemen, Moment. Wir machen hier einen kurzen Cut. Das bedeutet nicht, dass der Party zu Ende ist. Der Party ist noch nicht zu Ende. Nur ich mache einen kurzen Cut, weil ich mal ganz kurz Mittagessen gehe. True. Ich habe das irgendwie das Gefühl, dass das Spiel erst nach einer Zeit so richtig gut wird. Bisher, also überzeugt hat es mich noch nicht so sehr, aber das kannst du ja sowieso noch nicht nach, was weiß ich, 10, 20 Minuten oder so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Spiel erst so richtig gut wird, wenn man dann anfängt, so den richtigen Hauptcharakter zu spielen und so. Vielleicht ist das der hier. Aber ich glaube nicht. Denn in der Computerbildspiele habe ich gelesen und meinetwegen jetzt mal 10 Sekunden oder so nicht hinhören, wenn ihr das nicht hören wollt. Der Typ, den man jetzt spielt, den spielt man irgendwie 3 Stunden lang oder so und dann erfährt man erst, wer der ist und dann kann man erst den Hauptcharakter spielen oder so. So habe ich das da verstanden. Also dann, bis gleich. So, jetzt bin ich fertig. Hat gut geschmeckt. Und dann gehe ich jetzt mal wenigstens schnell gehen, scheine ich hier zu können. Wir sind hier in Amerika und wir haben sie wieder eine E-Mail erhalten. Im Theater Royal. Einen Augenblick, ich möchte meine E-Mails lesen. Das muss doch hier irgendwie gehen. Irgendwo. Jungen Neustarten verlassen. Verlassen. Ah, Benachrichtigungen sind da, ja, hier ist eine neue E-Mail. Nee, geht nicht. Naja, gut. Hey, sag mal, was ist denn das hier? Kann ich auch. Hier entlang, bitte. Wo ist denn hier entlang? Dort? Ja, dann lass mich da doch lang gehen. Ach so. Oh. Oh, wie süß. Ah, das ist echt süß. Ist mein Mikro an? Ja. Abend, Ethan. Reginald? Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand, Gays, beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Er sitzt in einer der Logen da oben. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden. Das habe ich schon. Sir, Black Maul, that sick word of trial comes on in the afternoon.
Ja, dann stehen wir auf, Haven. So, dort oben müssen wir hin, dazu müssen wir natürlich klettern. Also wir sind Haven, wer auch immer das ist. Ui. Wieso hat er... Ja, lauf doch, danke. So, dann wollen wir hier mal hochklettern. Nein, oh. Dann halt ohne... Moment mal. Ach, das wird ja auch keiner der Zuschauer hier sehen. Nein. Okay, das ist jetzt ein bisschen... Guck mal, da sind so viele, die werden doch wohl sehen. Und vor allem auch, also... Toll. Nee, jetzt mal ganz im Ernst. Das wird doch hier jemand sehen, wenn hier... also... So dumm oder unsichtig, unsehend, blind... Sind die doch auch nicht, oder? Ach, kommt schon, das ist... Aber okay, in Ordnung. Darauf komme ich klar. Solange wir nicht entdeckt werden und mir alles hier gut geht, ist es in Ordnung. So, jetzt sind wir hier oben. Und knacken ein Schloss. Oh, ich habe gehört, das soll sehr nervig in diesem Spiel sein. Ah ja, okay. Oh, kann ich jetzt einen Adlersprung machen? Nein, kann ich natürlich nicht. Oh. Oh. Ja, dann trinkt man schön Alkohol vor dem Auftritt. Ich würde ehrlich gesagt ganz gern wissen, was sie da unten singen. Ist ja Englisch, aber es wird leider nicht in den Untertiteln angezeigt. Und da jetzt genau hinzuhören, habe ich auch keine Lust drauf. Aber egal. Ne, gehst du wieder hoch, danke. Das ist schon ganz schön episch, hier durch ein Theater zu klettern. Und hier müsste ja sogar schon die Loge sein. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Was es hilft. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Okay, ich muss wieder laufen. Wir haben unseren ersten Attentat begangen. Mit einer versteckten Klingel. Laut meinen Quellen hat allerdings der Hauptcharakter, den man dann bald spielt, nicht mehr die versteckte Klingel. Und nur noch ein Kacksbeil. Was ist denn los? Der Mann dort! Ergreift ihn! Aber ich habe nichts getan, ich schwöre! Ja, ich laufe dann mal etwas schneller. Und am besten gehe ich hier einfach... ganz schnell durch die Menge und verschwinde in meine Arschhaare und... Ach Gott, was will ich denn jetzt wieder mit Arschhaaren? Tut mir leid, das war unbeabsichtigt. Da, wir kommen dem Ausgang näher. Wir müssen... Moment, ich gehe jetzt extra hier durch diese Menschenmenge, nur um sie anzutatschen. Komm her. Schade. Ist hier der Ausgang? Nein, hier ist der Ausgang auch nicht. Hornochse. Ja, du bist auch so ein Hornochse. Aber da unten scheint der Ausgang zu sein. Ich erkenne irgendwie kaum einen Unterschied zwischen Laufen und Schnelllaufen. Also, bisschen, aber kaum. Ich würde es am liebsten noch dazu rennen, aber... Nee, ist nicht. Oh, was ist mit deinem Arm?
Nee, mit deinem... deinem Gesicht. Hast du dir das Gesicht zugehalten, oder was? Okay, was machen denn jetzt alle noch hier drin? Wieso verschwinden die nicht einfach? Ja, geht einfach weg. Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Sollen wir los, dann? Ja. Eckefleet und Bright. Wie ihr befehlt. Faszinierend. Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen. Ah ja. Die, die die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir darin vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen. Vielleicht eine Waffe. Oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden. Oder gar nichts. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, wenn sie es zuerst finden. Niemals! Dafür habt ihr gesorgt! Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut, für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung, obwohl eine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Geht nun, Hathem, und gereicht uns zur Ehre. Hathem Kenway? Der Hauptcharakter heißt mit Nachnamen auch Kenway. Was ich jetzt gerade noch ein bisschen... Also, ist mir jetzt gerade so aufgefallen und irgendeine Sache wollte ich doch gerade noch anmerken. Hab ich jetzt leider vergessen. Interessanter Text. Okay, wo kann ich hin? Hier sind 2 Leute zum Sprechen oder was auch immer dieses Symbol bedeuten soll. Ja, hallo. Einen Moment Zeit. Ah, noch ein London. Schön zu sehen, dass noch ein Mann mit Manieren an Bord ist. Rupert Martin, hocherfreut. Adam Kenway. Angenehm. Anscheinend haben wir die Stadt zur rechten Zeit verlassen. Ich kenne den Lautsprecher von Kenway. Habt ihr etwa nicht von dem Mord im Opernhaus gehört? Nein. Was ist geschehen? Das wird zurzeit noch untersucht. Und ich schätze, das wird noch eine Weile in Anspruch nehmen. Kennt man schon das Motiv? Jedenfalls war es kein Raub. Also vielleicht ein Geschäft, das schiefgelaufen ist. Oder etwas Persönliches. Könnte sein, etwas Schlüpfriges. Wer weiß. Aber ich bin froh, dass ich nicht dort bin. Die Stadt wird mit jedem Tag gefährlicher. Ah ja.
So, dann haben wir hier noch jemanden zum Reden. Das ist ein Arzt wahrscheinlich. Hallo. Guten Morgen, Doktor. Euch ebenso. Eine Frage, wenn ich darf. Arbeitet ihr hier an Bord oder seid ihr nur ein Passagier? Etwas von beidem, schätze ich. Ich wurde von der Royal Navy beauftragt, die Seekrankheit zu untersuchen. Ich beobachte die Crew während der Überfahrt. Wir glauben, dass Seeleuten das offene Meer besser bekommt als dem Rest von uns. Ich möchte herausfinden, warum. Nun, ich hoffe, ihr habt Erfolg mit diesem Vorhaben. Ja, ich auch. Danke für die netten Worte. Okay. Soviel zum Doktor. Dann haben wir dort unten noch zwei Würfel. Naja, auf Piratenschiffen. Okay, das ist kein Piratenschiff. Aber auf Schiffen allgemein hat man doch immer ganz gern gespielt. Ein Spiel. Fanorana. Ne, Fanorona. Mal und anders Fanorona aus Madagaskar stammt. Es wurde auf einem Spielbrett mit 9 Reihen. Aha. Schon gespielt, nur Spieler setzt 22 weiß und 20 Steine auf das Brett und versucht dann gegnerische Steine zu schlagen, indem er dann schon lange Linien wird weit gehen. Steine von dem Weg bewegt. Wusch! Okay, was ist die taktische Ansicht von oben? Sehr gut. Na, wir können es ja mal probieren. Dann würde ich gern einmal den hier dahin tun. Oder kann man den nur... Hä? Was? Was? Hä? Ah ja, okay, ich glaube, ich verstehe, Kann der sich einen von mir holen? Ach, Moment, das kenne ich doch. Fuck, wie... Ich kenne das Spiel. Ich weiß nur gerade nicht, wie es heißt. Es erinnert mich leicht an... Nee, das ist Bullshit. Ist er jetzt dran? Oder was ist jetzt los? Du bist doch dran, oder nicht? Ach, ich kann das noch weiter bewegen. Einfach so. Ach so. Ja, ich muss auch erstmal hier reinkommen. Ich muss es erstmal... Oh! Ach, ich glaube, jetzt verstehe ich das Spiel. Wo soll ich denn... Ja, nach unten bringt mir der nicht viel. Wo kann ich den? Den kann ich auch nach unten. Das bringt mir auch nicht viel. Ja, halt doch mal dein Maul da hinten. Den hier. Nach oben. Okay, es verwirrt mich doch noch ganz leicht. Aber nur ganz, ganz leicht. Ja. So, dann bringe ich den noch so ein bisschen in Sicherheit oder so und kann dann noch die drei mitnehmen. Ah ja, gut. Das könnt ihr ruhig haben. Was macht er? Er macht das und holt sich dann die vier weg. Ach du Scheiße. Jetzt bin ich schon wieder dran. Aha, dann habe ich die weg und... Warte mal, wenn ich hier hingehe, kann ich mir dann den nehmen oder was? Ist das so? Ja, gut. Dann machen wir das mal. Ah, jetzt... Jetzt fange ich an zu verstehen. Immer... Ich verstehe, glaube. Ich muss kurz niesen. Da. Jetzt kann ich mir noch den holen.
Jetzt verstehe ich das langsam mal. Aber die Ansicht hier finde ich ein bisschen bescheuert. Da kann man irgendwie nicht ordentlich spielen, finde ich. Warte mal, wenn ich den da hinpacke. Was zur Hölle bringt mir das? Nimmt der dann den weg oder was? Ja, wahrscheinlich schon, klar. Na, dann mache ich das jetzt einmal. Ne, es hat mir einen Scheiß gebracht. Toll, ich dachte, der nimmt den jetzt noch irgendwie, aber nope. Ich hab mich geirrt, ganz toll. Ja, wenn ich den da hinbringe, nimmt er sich aber den dort oben weg. Okay, er hat noch 4, ich hab noch 5. Jetzt nicht mehr. Jetzt geht noch da hin und holt sich den noch und jetzt geht er noch irgendwo hin und holt sich den noch. Wenn es so weitergeht, ist der Sieg nah. Es steht 2-4. Okay, hätte ich das Spiel von Anfang verstanden, hätte ich schneller gewonnen oder besser gewonnen und... Ach nee, jetzt kann ich das wieder nicht. Ja, was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Wieso ging... Das ein bisschen verwirrt mich doch noch. Ich hab's doch noch nicht ganz verstanden. Obwohl ich dachte, dass ich es ganz verstanden habe, habe ich das noch nicht. Naja, jetzt habe ich verloren, weil er mich jetzt kriegt. Wenn er nicht dumm ist. Gut. Okay, das werde ich offscreen nochmal machen. Das verwirrt mich noch ganz leicht. So, ab hier steige ich jetzt mal wieder ein. Das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Der hat schließlich nur noch 3. Ich hoffe mal, dass es noch funktioniert. Jetzt geht der nochmal nach links und jetzt geht er nochmal nach oben wahrscheinlich. Ne, geht nicht. Dann... Ja, dann hole ich mir den jetzt erstmal kurz und dann müsste ich mir doch auch noch den dort holen können, oder? Ne, doch, so geht's sogar noch. Sehr schön. So, und dann hat er nur noch einen übrig. Gut. Na, dann rück den mal irgendwo hin. Ach, da hinten ist ja auch noch einer. Den habe ich nicht gesehen. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen vorrücken. Der natürlich auch. So, den sollte ich doch jetzt aber kriegen können, ne? Ja, gut. Dann fehlt jetzt nur noch der dort hinten. Alles klar. Na, rück. Rück du nur. Jetzt muss ich vorsichtig sein, jetzt darf ich nicht schräg rücken. Da würde er mich dann kriegen, also muss ich nach hier mal rücken. Ich kann natürlich auch einen anderen nehmen. Ah, jetzt geht er, jetzt kann er, ne, kann er doch nicht, gut. Aber ich auch nicht, oder? Ich kann den mir so nicht holen, oder? Ich riskiere es mal. Ne, geht nicht, schade. Jetzt habe ich ihm irgendwie den... Komm, jetzt geh bitte schräg nach unten. Ja, jetzt müsste ich ihn aber haben, oder? Komm, das müsste jetzt gehen. Sehr schön. Gut, geht doch. Jetzt habe ich das Spiel nämlich verstanden. So, einigermaßen. Und habe ihn damit geschlagen und gewonnen. Also ich könnte den Part ja auch eigentlich mal beenden. Und wisst ihr was? Oh, ich habe hier so ein... Naja. Ne? Oh, das kenne ich auch. Hieß das Mühle? Also das Zelten hat mich sehr an Dame erinnert, aber es war nicht direkt Dame. Aber das hier erinnert mich schon ziemlich an, ich glaube, es war Mühle. Naja, dann, das spielen wir im nächsten Part. Tschüss.